Einen wunderschönen guten Tag hier bei Awesome Aside, der Show, die richtig falsch ist. Unsere zweite Folge, heute das Thema Redewendungen. Scheiße. Ja, okay. Wir haben heute drei Gäste, beziehungsweise eigentlich jedes Mal, aber wie auch immer. Da ist Yannick, Timo und Henrik. Hallo. Außerdem haben wir, vielleicht werdet ihr zwischendurch den im Hintergrund hören, Flo, der kann auch mal in die Kamera winken. Der ist auch da und kümmert sich ein bisschen um unsere Technik. Darf ich sagen, fangen wir an, oder? Ja. Woher kommt die Redensart? Leck mich am Arsch. Aus der homoerotischen Szene. Das ist eine schwere Frage, muss ich. Also ich hab. Naja, ist egal. Ich, weißt du, hast du nie gedacht. Woher, ich mein, woher der Ursprung gemeint? Nur mal so als Verständnis. Ja, gut. Also, das kommt daher, leck mich am Arsch sind eigentlich so Sachen, die man nicht glauben kann. Und kein Mensch will jemandem am Arsch lecken. Zumindest früher hat man das nicht gemacht. Sollen wir jetzt erklären, obwohl. Deswegen. Darf ich auch reden? Ja. Aber ja. Daher kommt die Redewendung, leck mich am Arsch, ist ja so eine, was man nicht versteht. Und jemanden am Arsch lecken, versteht man auch nicht unbedingt. Und das ist eben der Zusammenhang. Nein. Leck mich am Arsch. Das war so, was war jetzt deine Frage? Ich überlege gerade, ob wir jetzt nur erklären sollen, woher das kommt oder ob wir das auch wirklich auflösen sollen, wieso man das gemacht hat. Sich gegenseitig das gesagt. Ja, woher das kommt, wer das hat. Vielleicht aus dem Mittelalter, wo man schlechte Hygiene hatte und da musste man sich halt gegenseitig was? Ja, weil das gut für die Hygiene ist. Weil das war natürlich hygienisch. Ja, dann hat man da einen Scheiß im Mund, ne? Also, das ist schon echt eklig. Aber Alter. Mittelalter ist auf jeden Fall richtig. Mittelalter, oh. Ja, es kommt aus dem Mittelalter. Vielleicht hat man so unbedingt leck mich am Arsch gesagt, aber irgendwie leck mich am Gesäß oder was weiß ich. Ja, ja. Himmel. Hast du Krümel in der Spalte? Das ist Kacke und zwar Auto. Oh. Auch noch nicht. Oh. Hast du nicht aufgeschrieben? Oh. Das wäre so auch eine Frage gewesen. Oh. Ja, aber anderen in die Möse beißt das Böse meist, ne? Ja. Muss ja jetzt auch schneiden. Gut, weiter bitte. Noch weitere Ideen. Mittelalter ist auf jeden Fall richtig. Dann können wir das. Die Eiszeit ja schon mal ausschließen. Ja. Und auch die Knochenzeit. Gab's ja. Alter. Können wir den ersetzen? Ich habe ja wenigstens schon was Produktives hier geleistet, das Mittelalter, nicht? Mhm. Du hast Glück gehabt. Deine Leistung war mir so Mittelalter. Freunde, ich möchte eine Antwort haben. Ja, leck mich doch am Arsch. Richtig. Genau. Leck's mir am Arsch. Geht ein Ritter in die Apotheke. Also Mittelalter. Was haben die denn da so gemacht? Kriege. Aus dem Krieg. Boah, woher kommt leck mich am Arsch? Kriege, womit hast du leck mich doch am Arsch? Dein Gedanke, wo wollte der hin? Nein, ich wollte einfach nur überlegen, was im Mittelalter so gemacht wurde. Wo sowas herkommen könnte. Also was weiß ich was. Kriege, Bauernleben, Städteleben, was weiß ich, Gründung der Städte. So. Also ich glaub, aber ich überlege halt einfach nur, wieso er jetzt sagt, ja, Mittelalter ist schon mal richtig, das könnte ja durchaus was bringen. Kommt bestimmt aus der Landwirtschaft. Ja. Landwirtschaft? Hat es damals denn für das Gleiche gestanden, für das es heute steht? Das ist die Frage. Vor heute ist ja leck mich am Arsch eher so was Ungläubiges meistens. Oder leck mich doch am Arsch so eine Beleidigung, fick dich halt. Ja. Ja, also du gehst mir am Arsch vorbei. Verdammt, nee, das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Das ist schon wieder andere Redensweise. Warum sollten die damals leck mich am Arsch gesagt haben? Vielleicht war das noch besonders ekliger wegen dem Plumpsklos, was zurückgespritzt ist. Boah. Das ist ja auf jeden Fall damals ja auch bestimmt eine Beleidigung gewesen. Das würde ja keiner so sagen. Ist das die Frage? Ist das eine Beleidigung gewesen? Ja. Nein. Ist keine Beleidigung gewesen. Also es war ein Fachausdruck der Medizin, der damaligen Medizin, soweit sie auch. Nein. Also das war als Heilmittel anerkannt. Ja. Leuten am Arsch zu lecken. Ich habe einen Armbruch. Ja, sie müssen sich einmal in den Arsch stecken. Dreimal. Uns natürlich von der Redensart schon ins Mittelalter passt. Die waren ja durchaus ein bisschen grober. Ich lese so viel. Eine Chance. Also, ich habe noch keine Idee. Da kannst du das Spiel ja im Mittelalter.
Und es ist in der Landwirtschaft damals gewesen. Ja, aber ich habe ja Nein gesagt. Bei der Landwirtschaft? Ja. Und bei der Hygiene auch? Ja. Im Rittertum auch? Also wo die Ritter so gereitet sind? Die sind nun mal im Mittelalter. Vielleicht also, ich sag's euch, Freunde. Sind sie ja geritten. Henrik, halt die Klappe. Und nein, 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 ich will noch einen. Nach dem Kampf war der Arsch halt so wund. Nein. Und haben die Pferde. So, also. Nochmal die Frage, woher kommt die Redensart, leck mich am Arsch? Was heute zur Beleidigung zählt, ist auch wieder im Mittelalter ein Mittel zur Abwehr gegen böse Mächte. Dachte man beispielsweise, man stehe vor einer Hexe gegenüber, brachte das mehrmalige Aussagen dieses Sprüchleins dem Entziehen eines bösen Zaubers. Ich fall vom Glauben ab. Schreck mich am Arsch, ich fall einfach nur vom Glauben. Das kann ist doch nicht geil, wahr oder? Sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab auch tierisch gestanden, als ich das gelesen habe.